Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar habe ich wieder eine Kleinigkeit für euch. Wir basteln eine schaurig schöne kleine Tasche, Bag, so eine Süßigkeitentasche zusammen. Und ich finde die so putzig und so niedlich und habe gleich mal ein paar mehr gebastelt. Wie ihr sehen könnt, habe ich verschiedene Farben als Untergrund, als Basis benutzt. Und mit so ein kleines Täschchen. Ich finde das total niedlich. Und hier könnt ihr dann dementsprechend dann die süßen, die Süßigkeiten hineintun für die Kinder. Und das ist mal was anderes, als wie nur jetzt zum Beispiel die Süßigkeiten in eine Schale zu tun oder in so eine Kiste und das war's dann. Und ist mal was anderes und ist mal, was Kreatives, sage ich jetzt mal. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier von Semifem habe ich Papier benutzt. Dann habe ich von Echo Park, von Cartabella, also einmal querbeet, habe dann immer auf beiden Seiten und jeweils immer verschiedene Untergrundstöne. Da habe ich mal schwarz benutzt, hier mal ein Mintgrün, dann weiß, dann beige. Ein Gelb mal. Also ihr könnt das richtig variieren. Ihr müsst da nicht immer bei Schwarz bleiben. Ich hatte auch, jetzt muss ich mal schauen. Ah, hier hatte ich schon gefüllt gehabt. Hier zum Beispiel den lilanen. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Da habe ich dann auch wieder das Papier von Semifem benutzt. Ja, und wie gesagt, hier passen ganz, ganz toll, mal wieder Werbung, hier passen ganz, ganz toll dann Haribo-Tüten rein, kleine Bonbons oder Lutscher oder kleine Lollis oder, also hier passt auf jeden Fall Bonbons oder ähnliches oder kleine Kinderriegel, hier passt alles rein. Oder wenn jetzt, sagen wir mal, einer keine Süßigkeit mag und ihr möchtet irgendwie jemanden überraschen, dann kann man da auch ein Labello reintun oder irgendeinen kleinen Mini-Mascara, wenn jemand nur Beauty-Sachen möchte. Oder ihr habt kleine tolle Bastelsachen. Oder einen Schlüsselanhänger. Oder. Es gibt ja viele kleine Sachen. Und da kann man auch jemanden mit erfreuen. So, das packen wir jetzt mal schnell weg hier. Ich will euch ja zeigen, wie es funktioniert. Da braucht man natürlich ein bisschen Platz. Ihr könnt natürlich auch dafür, entweder wenn ihr super toll malen könnt und richtig toll im Zeichnen seid, könnt ihr natürlich da auch was drauf malen. So ist es ja nicht. Oder ihr könnt schön kolorieren, wenn ihr tolle, super Halloween-Stempel habt. Ansonsten habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit, ich habe jetzt hier mir auch nochmal Stickers hingelegt. Die habe ich jetzt auch vom Teddy oder auch teilweise geschenkt bekommen. Da habe ich jetzt auch noch jede Menge. Die kann man benutzen. Dann habe ich mir schon ein bisschen Papier hingelegt. Wie gesagt, Echo Park und Cartabella. Da habe ich mir schon ein bisschen was rausgesucht. Da werden wir gleich mal schauen, inwieweit wir das benutzen werden. Dann habe ich mir auch, kann man auch machen, muss man jetzt aber nicht, mir natürlich auch in den Farben mir diese Klebehalbperlen zurechtgelegt. Ja, dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr wollt, dementsprechend die Nuvos benutzen. Kann man nochmal Nuvo Drops machen in den entsprechenden Farben. Das ist auch nochmal möglich. Also es gibt verschiedene Varianten. Dann habe ich mir auch nochmal so ein paar Kleinteile nochmal zurechtgelegt. Die kleben ja auch super. Die aus Moosgummi habe ich nochmal aus Filz. Weiß ich aber noch nicht, ob ich die jetzt benutze. Soll ja auch ein bisschen schneller gehen. Nicht immer so, oh, ich muss erst da kleben und da kleben. Und dann habe ich mir so noch so diese Krabbeltierchen da ausgesucht. Aber muss man ja nicht. Ne? Man will ja auch nicht jemanden total erschrecken. Aber so ist Halloween. So, ich habe soweit alles bereit. Jetzt müssen wir erstmal schneiden. Und zwar wird geschnitten auf, weil wir wollen ja dementsprechend die Form haben. Wir wollen ja so eine kleine Tasche machen, so ein kleines Schächtelchen. Und zwar brauchen wir eine Länge von 23 cm. So, oh, da hat sich was. Na, bin ich hier nicht mehr mit hier. Hat schon aufgegeben, hat schon Urlaub oder wie? Oder ich bin verrutscht, das kann natürlich auch sein. Aber okay, war Gott sei Dank nur eine Spitze. Wir verzeihen. So, und auf 12,5. Was sage ich denn da? 12,5. So. So wollen wir es haben und nicht anders. Also, 23 lang. Jetzt gucken wir nochmal hier. Aber hier nicht hier. Jetzt will ich nochmal genau schauen hier.
Doppelt hält hier besser. Ja, 23 und 12,5. Ja, das war auch schon die ganze Zauberei mit dem Schneidebrett. Ich habe heute ziemlich viel geschnitten und es ist auch schon ziemlich, ziemlich spät. Da darf auch mal ein kleiner Fehler, ein kleiner Tapser, darf da auch mal ruhig mal sein. So. So, das ist jetzt unseres hier. Und zwar wollen wir jetzt falzen. Und zwar wird gefalzt bei, jetzt muss ich mal gucken, ob ich dementsprechend so viel Platz jetzt hier habe. Nimmt ja doch schon einiges an Platz hier weg, das Teil. Wir falzen bei, wir legen es so hin, hochkant, bei 3,5. Einmal runter, dann einmal switchen, einmal so bitte. Und falzen bei 7,5. Dann wird gefalzt bei 18,5. Entschuldigung, erst kommt noch 11. 11 cm, 11 cm, nicht vergessen. Und jetzt kommt die 18,5. Ja. Und 22. So, und hier seht ihr, hier bei 22, hier bleibt dann noch so ein Stückchen übrig, so eine kleine, aber feine, ja, so ein Stückchen bleibt hier halt noch übrig und das wird unsere Klebelasche. So, also wie gesagt, bei 7,5, bei 11 cm, bei 18,5 und dann bei 22. So, das war das dann auch schon. Das können wir wieder beiseite legen, das brauchen wir nicht mehr. Schneiden und falzen war jetzt erstmal gut. Jetzt werden wir natürlich das hier erstmal alles nachfalzen. Dann müssen wir unser Falzbein nehmen, erstmal die ganzen Falzlinien nach. So, und auch hier haben wir noch unsere kleine, aber feine Klebelasche, die ziehen wir auch noch mal nach. So, und nachdem wir dann alles gemacht und getan haben, nehmen wir unsere Schere. Kann ich mal hier kurz beiseite. So, jetzt kann ich. Und zwar hoffe ich, dass ihr das jetzt hier sehen kann. Und zwar dieses Stückchen hier schneiden wir raus. Das brauchen wir nicht, das benötigen wir nicht. Das wird einmal weggeschnitten. Also wirklich dieses Stückchen hier weg damit. Dann sieht das dann so aus. Und dann schneiden wir wirklich nur immer nur bis zu dieser Falzlinie. Schneiden wir hier ein. Bam. Dann hier. Und hier. So. Und das war auch schon der ganze Zauber. So, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr Flüssigkleber nehmt oder doppelseitiges Klebeband. Das geht natürlich auch schneller. Dann braucht man nicht immer so warten, bis es dann doch mal angezogen ist, beziehungsweise bis es denn endlich klebt. Ich nehme jetzt mal ganz schnell den doppelseitigen Klebeband hier. So. Na, falsche Seite hier. So. So. Na. Ah, es werde Licht. So. Und dann wird das einfach nur hier zusammengeklebt. Na. Bleibe ich hier auch noch kleben hier. So. So. Und hier haben wir praktisch schon unsere Box. Also das ist schon fast der ganze Zauber. Und so haben wir dann unser Boden. Und damit das dann natürlich schön hält, auch hier könnt ihr wieder entweder Kleber bzw. Flüssigkleber oder doppelseitiges Klebeband benutzen. Ich mache jetzt hier so ein bisschen mit dem Flüssigkleber. So, und dann hier auch ein bisschen. Upsalalala. Schmeiß weg hier.
So, und dann einfach zu, ein bisschen ausrichten, ein bisschen gucken hier. Und dann, so, und jetzt nehme ich einfach nur noch mal, hier gehe mit meinem Falzbein hier hinein. Drück das noch mal so richtig dran in den Ecken, damit das noch mal seine Festigkeit kriegt und mir der Boden hier nicht aufgeht. Und ja, haben praktisch schon unsere Tasche bzw. unsere kleine Geschenktüte. So, und damit ich ja dann hier, ich nehme mal kurz eine, damit ich ja dann dieses hier oben bekomme, also diesen entsprechenden Bogen hier so rein, nehme ich einfach meine beiden Finger hier und drücke, oder eigentlich mache ich es immer so, drücke das immer so leicht hinein, so ganz leicht, so mit Gefühl drücke ich so rein und sehe ja schon, dass sich das hier oben dann so ein bisschen so nachgibt und schon in die richtige Richtung sich entwickelt. Und drücke oben dann zusammen. So, und dann habe ich oben, wie gesagt, schon das entsprechende Bild, was ich haben will. Guck noch mal hier, inwieweit ich hier ausrichten kann. So, und jetzt fehlen uns ja natürlich noch die Löcher und das Band. Da habe ich, wie gesagt, hier dieses Band wieder genommen. Das passt dann auch ganz gut zu Halloween, finde ich. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Na, hier, genau. Dann schneide ich mir so ein Stückchen dann ab. Ein bisschen länger so, dass ich dann das wieder so doppelt habe. Für beide Seiten. Ich nehme da eine Crop-Pedal. Ihr könnt aber auch eure x-beliebige Zange dann dafür nehmen. Nehme hier bei der Crop-Pedal wieder das etwas kleinere Loch zum Ausstanzen. Wie gesagt, von der Rückseite sieht's, habe ich euch gar nicht gezeigt, sieht so aus bei der hier. So, und hier, bevor ich hier ein Loch mache, wir haben ja hier geknickt auf beiden Seiten, gehe dann so ein Stückchen daneben, damit ich dann nicht hier, natürlich nicht da reinsteche, sondern hier, gehe ein bisschen daneben und habe hier mein erstes Loch. Und auch hier mache ich das. So, und habe dann hier meine zwei Löcher und kann auch schon die Bänder hineintun und kann dann schon mal dementsprechend. Ihr könnt natürlich auch vorher, ne, also wenn wir jetzt über Dekorieren dann noch sprechen, ihr könnt natürlich vorher alles schon dekorieren, das ist auch klar. Ne? Ihr könnt natürlich auch hinterher die Löcher machen und das Band, das könnt ihr auch machen. Für mich ist es jetzt nicht von Wichtigkeit, das jetzt vorher zu machen. Klar, ihr könnt das vorher ruhig machen, da könnt ihr vorher sofort euer Papier, eure Deko, eure Sticker da irgendwie platzieren. Aber das geht auch hinterher. Also ich habe es mal so und mal so gemacht. Von daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Nicht, dass jetzt einer sagt, wir haben noch gar nicht dekoriert und so. Na, also da ist das nicht so wild. Das ist nicht so schlimm, weil wir achten ja hier jetzt nicht darauf, dass das jetzt total, weil wir haben ja immer noch Thema Halloween. Und da darf es ruhig auch mal, ne, was ist das denn hier? Da ist ruhig mal ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt und auch so ein bisschen chaotisch sein. Und da darf das auch ruhig mal kreuz und quer aussehen oder du darfst auch, auch unordentlich aussehen. Ne? Also egal, was man da in Halloween macht, weil Halloween ist ja nicht akkurat. Halloween ist nicht total ja, da muss ich noch aufpassen, da muss ich noch aufpassen und da passe ich noch auf einen Millimeter auf. Nein, Halloween ist da nicht so. Na, da darf man ruhig mal so ein bisschen das ein oder andere. So. Also ich und meine Knoten hier heute. Aber ich merke auch, das ist schon wieder spät hier. Oh, keine Kraft mehr hier. So. Jetzt können wir noch abschneiden hier. Dass es auch ein bisschen ordentlicher aussieht. So. So. Na. So, und da hätten wir hier schon mal die Henkel hätten wir hier, damit wir das schön tragen können. So,
Ja, dann schauen wir mal, welches Papier wir benutzen. Da hatte ich ja, wie gesagt, schon ein bisschen vorbereitet. Da werde ich gleich mal gucken hier, inwieweit wird das. Natürlich könnt ihr euch das vorher alles ausmessen und die Mischung. Aber ich habe das einfach so hier Pi mal Daumen per Augenmaß dann gemacht und habe es dementsprechend dann platziert. Also entweder man macht es vorher oder man kann es auch hinterher machen. Man muss natürlich dann auch gucken, mit was arbeite ich. Ne? Mache ich nur Stickers drauf? Mache ich nur irgendwelche Kolorationen draufkleben? Oder mache ich vielleicht nur irgendwelche Schaumstoff-Stickers drauf oder mache ich nur irgendwelche Perlen drauf, so wie solche hier, oder will ich einfach nur irgendwelche Die-Cuts draufkleben, ne? Das muss man vorher dann alles mal wissen. So, das finde ich eigentlich auch ganz schön hier, gefällt mir auch ganz gut. Ja, dann ist es immer so die Sache, ne? Was will man drauf machen, ne? Das ist immer ganz schwierig, finde ich jedenfalls. Wenn man so tolles Papier hat, dann kann man sich meistens nicht entscheiden. Die Hüte finde ich eigentlich auch ganz nice. Ist immer sehr, sehr schwierig, ne, wenn man tolles Papier hat. Hier ist das zum Beispiel so, dann kann man hier nochmal so toll dekorieren. Und das benutzen wir jetzt auch. Dann kann man nämlich noch ein paar schöne Sachen drauf machen. So, vorher werde ich das hier nochmal cut machen. Das ist ja leider immer so eine Sache hier bei den Blöcken. Da ist leider ja immer hier so ein Loch da drin, ne? Ist ja leider immer so ein bisschen doof. Aber na gut. So, na, ein bisschen mehr noch. So, das kann weg. So, jetzt gucken wir mal. So, und jetzt mache ich einfach so Pi mal Daumen Augenmaß. Dann nehme ich mir hier meinen kleinen, klein ist er ja nicht, aber meinen tollen. Und gehe ich immer hier bis zu den Kreisen. Und dann mache ich immer hier so per Augenmaß. So, dass ich immer so ein bisschen noch Luft nach oben habe. Und dann schneide ich mir das hier zurecht und gut ist. So. So, das kann weg. Und hier wird nochmal geschnippelt. Wo habe ich es jetzt? Da. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. So, dann können wir das auch schon, dann nehme ich meistens dann aber auch den Flüssigkleber dann, damit das dann auch schön hält, damit das auch nicht abgeht. Und ja, man kann das natürlich dann auch, wenn man tolles Papier hat, kann man das natürlich dann auch so lassen. Ne? Also ihr müsst da nicht so einen Zauber von machen, ne? Also das bleibt dann jedem selber überlassen. Ne? Also wenn ihr tolles Papier dann draufgeklebt habt, dann könnt ihr das natürlich auch so dann den Kindern dann schenken. Ihr braucht da nicht da so einen Hickmick da machen, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr es mehr so schlicht haben wollt oder einfach hier so, wie ich es jetzt hier habe, bei dem hier zum Beispiel einfach nur mit dem Papier. Das reicht ja auch schon. Ne? Also es ist einfach nur eine Idee, die ich euch da mitgebe und was man machen kann. Und vielleicht habt ihr ja selber auch so viele Stickers zu Hause. Das ist auch mal vielleicht mal eine schöne Sache. Mensch, wenn ihr das vielleicht schon vorgeschnitten habt und vorgeklebt habt, eine tolle Sache mit den Kindern, da könnt ihr die Stickers draufkleben oder irgendwas draufmalen oder sowas. Ne? Das ist ja auch mal eine witzige Idee. So, jetzt gucke ich mal hier. Es wird wahrscheinlich ein bisschen hier drüber stehen. Dann werden wir hier nochmal schneiden. So, hier werde ich ein Stückchen nehmen. So, hier schneiden wir nochmal. Ganz simpel, ganz einfach. Weg damit. Und auch hier. So, jetzt gucken wir mal. Oh, nicht ganz so fein hier. Ein bisschen hier schräg geschnitten, aber naja. Ausnahmsweise werden wir das hier mal jetzt so hinnehmen um die Uhrzeit. Da lag es wohl etwas leicht schräg, aber schräg ist das neue gerade und schräg ist innen anscheinend. Und es ist Halloween, also egal. So. So, jetzt kleben wir das hier mal. So ein bisschen hier verschieben, das ist immer das Gute beim Flüssigkleber. Da können wir das immer noch so ein bisschen variieren und ein bisschen hin und her noch schieben. So.
Ja, jetzt haben wir erstmal unsere Tasche, unser Grundgerüst und haben unser Paper hier drauf, beziehungsweise unser Motivpapier. So, und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was wir noch machen Schönes, was wir noch draufkleben werden. Ja, ne, wie gesagt, das bleibt dann jedem selber überlassen. Da ist wirklich keine Grenzen gesetzt. Und natürlich auch, ihr könnt Stempel benutzen, ihr könnt irgendwelche Sachen, die ihr ausgestanzt habt. Ne? Also ihr, da könnt ihr wirklich alles nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt mal keine Stempel benutzt, mal keine Abdrücke gemacht und auch nichts koloriert. Deswegen einfach mal ganz schlicht und einfach. Einfach mal ein bisschen wieder auf die altmodische und alte Methode auf Sticker zurückführen. Wenn man schon welche hat, dann sollte man sie auch benutzen. Ja, also so schlimm ist das ja jetzt nun auch nicht. Und ich werde auch schon mal hier so eine Fledermaus werde ich schon mal benutzen. Die gefallen mir ganz gut. Da werden wir mal schauen. Die werden wir gleich mal hier oben. Boah, die glitzern, glaube ich, so ein bisschen. Werden wir erstmal hier oben platzieren. So. Und hier unten vielleicht noch so eine kleine hier. Wenn wir hier so in die Ecke setzen, das finde ich ganz gut. So. Dann haben wir das auch schon mal. Jetzt ist die Frage aller Fragen, was ich da noch benutzen werde. Jetzt wollen wir mal schauen hier, was noch irgendwie dazu passt. Oder so ein Kürbis finde ich ja auch nicht schlecht. Ja. Probiere hier gerade ein bisschen aus. Ist ein bisschen schwierig hier. Ne, sich da so ein bisschen da. Die hatte ich ja schon. Ne, das passt auch nicht so wirklich. Könnte man ja hier so platzieren an der Seite so ein bisschen. Finde ich ganz nice. Finde ich ganz witzig. An die Seite hier. Kann ja auch mal an der Seite mal was geklebt werden. Na. Kann man ja auch mal benutzen. Warum nicht? Ja, ich habe jetzt wirklich mal ausnahmsweise mal nicht koloriert. Oder irgendwas mal gestempelt. Ja, nimmt. Geht trotzdem. So. Mal sehen. Gucken, ob wir nicht doch noch was anderes benutzen. Schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht irgendwie noch so ein Gespenst oder so. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich habe ja hier solche Sprüche hier gesehen. In diesen Blöcken. Das wäre ja auch gar nicht so verkehrt. Da können wir nochmal nachschauen schnell. Und das ist vielleicht ein bisschen zu. Hier, diese hier. Da können wir mal ein bisschen was ausschneiden. Trick or Treat zum Beispiel. Das ist ja auch mal ganz nice. Ups, jetzt schmeiß ich alles um hier. Na. Jetzt. So. Weg damit. Aus die Maus. Und wir schneiden uns Trick und. Passt das hier? Trick or Treat. Ja, Trick or Treat passt ganz gut. Die Katze ist auch ganz witzig. So. Die waren übrigens auch in diesem Block, wie ihr gerade gesehen habt. Und kann man auch immer super verwenden. So, und da finde ich Trick or Treat richtig cool. Das werden wir auch gleich dann draufkleben. Oder wenn ihr so tolle Spinnennetze habt oder sowas. Das passt ja auch immer ganz gut. Oder kleine Mini-Hexen oder sowas ist auch immer ganz toll. Oder solche Skelette oder ach, was ihr alles da habt. Ihr könnt ja alles benutzen. Da lasse ich euch mal da. Was können wir denn noch hier? Passt die Katze überhaupt? Ja, die passt. Die ist witzig. Die nehmen wir. Die sieht ganz cool aus. So. So. Also wie gesagt, ne, ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Und ja, wie ihr seht, habe ich ja schon ein paar mehr gemacht. Das macht auch richtig Spaß.
Ja, und falls man dann zum Beispiel auch ja, sowas wie ja, Restepapiere hat, dann kann man natürlich ja, davon ganz viele tolle Taschen machen. Ich werde euch die Maßen dann nochmal unten hinschreiben, damit ihr das dann nochmal schön zu Hause nachmachen könnt. So, hier haben wir Trick or Treat. Hier haben wir jetzt die Katze. So, mehr brauchen wir nicht. Aber wir können aber noch so ein paar Steinchen hier noch setzen. Ich glaube, das passt noch ganz gut. Da werden wir gleich mal schauen hier. Na, gucken wir doch mal. Was könnte man denn hier noch so hinsetzen? Eher die großen wahrscheinlich nicht. Die passen irgendwie nicht so. Aber die etwas kleineren, da können wir ja mal die kleineren nehmen. Ja, was nehmen wir denn da? Die lilanen? Eher nicht. Die silbernen passen eigentlich auch ganz gut, ne? Oder die roten oder die schwarzen. Grün eher nicht so. Nehmen wir schwarz. Schwarz geht immer. Brauche ich die aber einzeln. So. So, jetzt habe ich mir hier drei draufgesetzt und vielleicht hier auch noch mal. Habe jetzt mehr hier oben und hier unten eingesetzt. Und hier habe ich dann drei gemacht. So, ich finde, die ist ganz toll geworden. Das reicht auch. Mehr braucht man manchmal auch gar nicht. Ja, wer natürlich mehr machen will, kann das gerne machen. Ja, aber so allein so die Grundidee, wie man oder was man machen kann. Und natürlich könnt ihr auch jedes x-beliebige Band benutzen. Muss jetzt nicht unbedingt so sein, das ist jetzt bald. Da könnt ihr auch ein ganz normal schwarzes benutzen. Oder ihr habt vielleicht schwarze Wolle oder ein normales schwarzes Band oder lila oder ihr habt sogar orange und grün. Dann könnt ihr das natürlich auch nochmal super. Also ich habe hier auch nochmal. Das ist natürlich ein bisschen dünner. Und hier habe ich auch noch mal orange. Ich weiß nicht, ich müsste, glaube ich, auch lila haben. Bin mir aber gar nicht so sicher. Und grün müsste ich, glaube ich, auch haben. Aber wer weiß, wo das jetzt ist. Also da hatte ich jetzt keine Lust, noch mal nachzugraben. Ja, ich denke, das war's. Das lassen wir jetzt so. Und wie gesagt, dann kann man wieder schöne Sachen hineinfüllen. Und ich denke mir, da freuen sich die Kinder auch mal. Ne? Ist mal was anderes. Ne? Weil sonst kennen sie ja nur solche, ja, solche Schalen, wo sie dann reingreifen. Und das ist mal eine andere witzige Idee. So, das war es auch schon. Ich zeige euch nochmal, ich stelle jetzt einmal alle dorthin. Das war es auch schon von mir. Das war die ganze Zauberei. Tja. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und vielleicht sogar ein Abo dalässt. Ja, schreibt mir auch in den Kommentaren, wie euch die Idee gefällt. Macht sie nach, sagt mir Bescheid, wenn ihr zigtausend davon gebastelt habt und wie es vielleicht bei den Kindern angekommen ist. Und wie gesagt, bleibt gesund und munter und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, eure Melli. Ciao, ciao.